willkommen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video bei mir. Und zwar geht es heute um eine Acrylgalaxie. Und zwar blende ich jetzt hier einmal ein, und zwar die Aquarellgalaxie, die ich schon gemacht habe. Und daraufhin habe ich ganz, ganz viele liebe Kommentare bekommen und die Frage, ob man die Galaxie auch tatsächlich mit Acrylfarbe machen kann. Und ja, kann man. Huhuhu. Genau, alles, was du dazu brauchst, ist im Prinzip eine Leinwand. Ja, so eine hier. Und Wasser, ist klar. Dann ein Schwämmchen oder Pinsel. Ihr könnt beides machen. Ich zeige beide Methoden. Und natürlich Acrylfarbe. Und noch eine Mischpalette. Da könnt ihr natürlich eine ganz normale aus Kunststoff nehmen oder ja, was euch auch immer gefällt. Ich habe hier eine, die habe ich im Action gekauft. Und zwar, das ist ziemlich cool. Die war auch sehr günstig. Hier sind verschiedene Blätter drauf. Das ist so eine wasserabweisende Oberfläche und hier packe ich dann im Prinzip meine Farbe rauf und kann dann auf diesem Papier mischen und wenn ich damit fertig bin, wenn das getrocknet ist und so, kann ich das einfach abziehen und habe dann wieder darunter eine neue frische Mischpalette. Genau, deswegen, die benutze ich heute mal, die probiere ich einfach mal aus. Ich habe die bisher noch nicht ausprobiert, die packe ich wieder hier oben hin. Und dann geht es einmal los. Ich werde jetzt euch kurz mal zeigen, welche Farbe ihr auf jeden Fall braucht. So, wir brauchen schwarz. Dann habe ich hier noch so ein dunkles Blau. Hier, das ist ein Ultramarinblau. Das ist nochmal ein bisschen heller als das Dunkle daneben. Und dann habe ich hier noch ein helles Blau. Die könnt ihr natürlich auch alle selber anmischen, die Farbtöne. Das ist gar kein Problem, wenn ihr die jetzt nicht da habt. Ich benutze dann noch einen Pinkton. Huch, oh, jetzt ist ein bisschen viel rausgekommen. Habe hier noch so ein bisschen Rosé. Huch, ist jetzt auch ein bisschen viel geworden. Natürlich, was wir auf jeden Fall dann noch für unsere Galaxie brauchen, ist dann noch weiß. Huch, das packe ich mal hier oben hin. Damit sind wir schon ready. Der große Unterschied zu Aquarell ist natürlich, dass ich im Aquarell mit der allerhellsten Farbe anfange und dann im Prinzip immer mehr in die dunkleren Farbtöne reingehe, ja, weil ich mit der Aquarellfarbe, das ist eine nicht deckende Farbe, das heißt, ich würde im Prinzip, sobald ich eine dunkle Farbe zuerst habe, kann man helle Farbtöne auf der dunklen Farbe nicht mehr sehen. Acrylfarbe ist jedoch genau andersherum, ja. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Acrylfarbe, da fangen wir zuerst mit der allerdunkelsten Farbe an und bauen dann im Prinzip auf und gehen in die helleren Farbtöne rein. Die ist deckend und man kann mit hellen deckenden Farben auch ganz toll auf den dunkleren deckenden malen. Deswegen ist mein allererster Schritt, dass ich die Galaxie einmal komplett mit Schwarz und so ein Dunkelblau, du kannst auch nur Schwarz nehmen, ich mische das hier so ein bisschen und streiche einmal komplett meine Leinwand mit der dunklen Farbe ein. Ich gebe noch ein bisschen Wasser hinzu, damit ich das besser verstreichen kann. So. Und wenn ich komplett die Leinwand einmal eingestrichen habe mit dem Schwarz, lasse ich es dann kurz trocknen. Ja, das Schwarz der Leinwand ist jetzt so gut wie ausgetrocknet und in der Zwischenzeit habe ich mir hier meinen Schwamm einmal zerschnitten, weil ich glaube, dass der Haushaltsschwamm jetzt ein bisschen groß war. Deswegen nehme ich hier nur einen Teil der Seite, um dann meine Farbe so dementsprechend aufzutupfen. Wer keinen Schwamm benutzen möchte oder zu Hause hat, der kann natürlich auch gerne einen Pinsel nehmen. Beim Pinsel ist es einfach wichtig. Ich meine, ich habe jetzt hier die schwarze Farbe einfach so aufgetragen. Das kann man natürlich auch schon mit dem Schwamm machen. Wichtig ist, dass ihr nicht streicht die Farbe, solltet ihr mit dem Pinsel arbeiten, sondern wirklich rauf tupft. Ja, einfach weil die Galaxie, das ist ja so, da sind ja ganz viele Sterne, Unebenheiten und das sieht alles immer eher rund und geballt und raufgetupft aus, als dass es irgendwie gestrichen oder glatt
dass es eine ganz glatte Oberfläche ist. Ja? Also wir wollen auch so ein bisschen die Struktur beibehalten und deswegen tupfen wir nämlich auch mit dem Schwamm. Ja? Und da fange ich jetzt einfach mal mit der dunkelsten Farbe an. Es gibt im Internet ganz viele Referenzfotos, die ihr verwenden könnt. Ich habe mir ein paar angeschaut und werde so eine Mischung aus dem, was ich so mir zusammengesucht oder angeschaut habe, machen. Wichtig ist, dass so die Außenränder dunkel bleiben und ich irgendwie, entweder mache ich einen runden Kreis, in dem die Galaxie gebannt ist und es heller wird, oder ich mache wie so eine Straße oder oval, also da kann man sehr, sehr kreativ werden. Ich werde hier einmal so ein bisschen rumgehen und zeige euch mal, wie ich das dann anlege. Also ich fange hier an und tupfe mit meinem Schwamm einfach hier in die Farbe rein und fange jetzt hier einfach schon mal an, die Farbe aufzutupfen. So, und jetzt ist ganz wichtig, und das kann man mit dem Schwamm nämlich sehr, sehr gut machen, dass wir hier ganz, ganz tolle Übergänge schaffen, die wenig zu sehen sind, ja, zwischen dem Schwarz und meinem dunklen Blau. Möchte ich hier einfach ganz einheitliche, tolle Farbübergänge schaffen. Und das schaffe ich, indem ich nämlich gar nicht so viel Farbe auf den Schwamm aufnehme und dann die Farbe ganz, ganz toll mit dem Tupfen verteile einfach. Ja. Ihr seht es, hier in der Mitte habe ich mehr Farbe aufgenommen und kann dann, wenn ich hier nach außen hingehe, tupfe ich einfach die Farbe noch so ein bisschen weg. Habe ich hier nämlich schon mal mit dem dunklen Blau so meine Umrisse geschaffen, wie ungefähr die Galaxie hier so ausgeblendet wird. Ja, die Übergänge sind hier ganz schön geworden. Hier habe ich schon so zum Teil ein bisschen kräftige Farbe reingebracht und ich habe im Prinzip jetzt hier auf mein Schwämmchen nicht mehr das Ultramarinblau, sondern ich habe jetzt hier das Koboldblau raufgehoben und werde jetzt hier schon mal anfangen, ein bisschen heller reinzugehen. Also richtig gefällt mir irgendwie, hier ist noch so viel Dunkelheit hier unten. Deswegen mache ich hier noch so einen kleinen hellen Punkt, so ein bisschen Milchstraße-mäßig. So. Hier unten ist auch noch so eine Ansammlung von Sternen. Und gehe jetzt hier nämlich auch. Nimm schon mal so ein bisschen Pink. Und ich werde noch ein bisschen Ultramarinblau hinzugeben. Und das Ganze mische ich dann nämlich zu einem. Ich tupfe mir hier einen lila Ton zurecht.
die Galaxie nimmt ja schon so ein bisschen Gestalt an. Ich werde hier noch so ein bisschen... Oh, ich habe ja hier so die lila Farbe angesetzt und gebe jetzt hier noch so ein paar Punkte Pink mit rein. Hoch, um einfach den Farbton ein bisschen kräftiger noch rauskommen zu lassen. Na, noch so ein paar Highlights setzen hier, damit das Bild noch ein bisschen spannender wird. So, das sieht hier schon ganz gut aus. With all my life still left, I'll keep you if I can. For now, just hold my hand. Look up at the sky. Can you see the lights? Jetzt geht es mir noch so ein bisschen darum, zu schauen, dass das Bild irgendwie meiner eigenen Ästhetik noch so ein bisschen entspricht, so was mir gefällt. Da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Regeln. Solltet ihr auch mit so einem Haushaltsschwamm arbeiten, ne, und ihr die Farbe hier so einfach auftragt, dann ist es so, dass durch die Kante des Schwammes, dass wir auch so ein bisschen einfach die Linien nach haben. Und dann müssen wir jetzt hier einfach das nur drumherum ganz gut abtupfen. Und dann sind die auch weg, diese harten Kanten. Da müsst ihr einfach so ein bisschen aufpassen und immer wieder so ein bisschen nachbessern. Das ist der einzige Nachteil, wenn wir halt so einen quadratischen Schwamm zum Beispiel haben. Wenn du einen komplett runden Schwamm benutzt, dann musst du dir da gar keine Sorgen machen. Das geht richtig easy. Nur bei dem quadratischen einfach so ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht so eine scharfen Kanten drin haben und das alles trotzdem noch natürlich aussieht nach einer Galaxie. Ich bin bisher ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde, das ist schon so ziemlich, ziemlich gut geworden und werde jetzt eigentlich den letzten Schliff noch mit rangeben, und zwar die Sterne. Die werde ich jetzt nämlich einfach raufspritzen mit einem Pinsel. Das zeige ich euch auch wie. Und zwar befeuchte ich den Pinsel dafür und gebe den in meine weiße Farbe. So. Und jetzt einfach mit dem Zeigefinger, ja, werde ich jetzt einfach hier ganz vorsichtig so feine Sterne rauf spritzen. Oh.
Da müsst ihr wirklich ein bisschen vorsichtig sein, was in der Nähe steht, weil es wird so sein, dass gerade wenn ihr die Kanten der Leinwand bespritzt, dann werdet ihr auch umliegende Gegenstände auf jeden Fall treffen. Deswegen auch keine guten Sachen tragen, ja? Also so die Sonntagskleidung. Bitte im Schrank lassen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Habe jetzt hier noch so einen ganz kleinen, feinen, dünnen Pinsel. Mit dem werde ich jetzt hier gezielt, ganz ungleichmäßig und unregelmäßig so ein paar weiße Sterne noch malen. Genau, und die Sterne male ich hier ganz, ganz wahllos, einfach so ein bisschen kleiner mal und mal ein bisschen größer. So. Ja, ich könnte mich jetzt hier noch stundenlang damit beschäftigen, noch Plätze zu finden, an denen ich hier noch so kleine Sterne male. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Ich glaube, das reicht mir persönlich jetzt erstmal so. Ich finde das so super. Genau, und damit ist dann die Galaxie fertig. Ach, schön.